Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Na aber hallöchen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Watchlist, der immer noch Serienpodcast mit Marcel Mann. Hallo. Hallo, ich bin Marcel Mann. Verzeihung, ich musste meine Kopfhörer aufsetzen. Für mich ist es auch immer wieder überraschend, dass ein Podcast stattfindet. Ich weiß, es ist wirklich ein überraschendes, unregelmäßiges Ereignis. Und beruhigt euch. Und ich bin Moderatorin Mona. Und zusammen sind wir auch was, nicht wahr? Fantastisch sind wir zusammen. Zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von blutleeren Blutorangen ohne Blutspendeausweis. Ach so. Also manchmal kann ich ja ableiten, wie deine Woche so war von diesem Wortspiel, was du da getrieben hast, aber da fällt mir wirklich nichts dazu ein. Möchtest du drüber reden? Ist es ein Thema oder ist es einfach? Ach, eine Freundin hatte wirklich stark ihre Periode und dann kam ich da irgendwie drauf. Oh, ich hatte auch heute einen Saft. Und fertig war das Wortspiel. Das ist doch großartig. In diesem Podcast stellen wir euch jede Woche eine neue Serie vor. Und das tun wir, weil wir verurteilen Leute aufgrund ihres Aussehens. Auch das. Dafür sind wir stadtbekannt. Und empfehlen euch diese natürlich. Wir stellen Shameless. Euch also nur... Das ist auch gut, Shameless. Aber Shameless könnte auch schon wieder ein geiler Serientitel sein, muss ich zugeben. Shameless. Ist gekauft. Du bist auf der Shameless. Ist gekauft. Ach, ist ja mittlerweile modern, dass man 5 Podcasts hat, oder? Ja, ja. Wer macht noch Schmuckdesign? Niemand. Podcast. Ich mache kein Schmuckdesign mehr. Das ist neu. Weil das ist alles, ich bin so voller Nickel. Das ist so aufwendig. Schmuckdesign ist so aufwendig. Podcast, Mikromasse, Rekord, schneidest du vorne, hinten ab, fertig ist das Ding. Genau. So. Jetzt fangen wir hier nicht an, so Handläufe zu schmieden. Nein. Also, wir empfehlen euch hier jede Woche eine neue Serie, sind alles Serienempfehlungen, weil wir einfach die geil finden. Das sind geile Serien, die empfehlen wir euch, damit ihr wisst, was ihr für einen geilen Scheiß einfach gucken müsst. Oder wenn ihr einfach mitreden wollt, dann hört ihr einfach diesen Podcast und sagt, oh, da ist auch diese neue Serie, über die sprechen alle, kein Bock, die zu gucken, höre ich Watchlist, dann weiß ich, um was es geht und kann mitreden. Und diese Serie ist einfach höchst originell, würde ich sagen, und ich finde es eine großartige Story, oder? Das habe ich so noch nie gehört. Ich habe es einfach angefangen, weil ich dachte, ach komm, drückst du mal drauf. Und dann habe ich das so gemacht. Ich mochte das so. Und jetzt läuft gerade die 2. Staffel und ich gucke mir nachher wieder eine neue Folge an, weil immer freitags kommt eine neue Folge. Ist fast wie Free TV. Aber die 1. Staffel war schon im Ganzen drin. Und dann habe ich jetzt... Ja. Aber wie auch immer. Die Serie heißt Home Before Dark. Mhm. Also seid daheim, bevor es dunkel wird. Ja, richtig. Wenn die Lampen angehen, bis daheim. Genau, das ist im Sommer, hat man also länger Ausgang. So, im Winter muss man in Berlin leider um 15.30 Uhr zu Hause sein. Und in manchen Tagen darf man das Haus gar nicht verlassen. Ja, es gibt immer so diese 4 Tage, ich würde mal sagen im November, wo es einfach stockdüster ist. Ja, da komme ich mir vor wie in Grönland und fange schon mal an, Glöck zu trinken. Also, richtig so. In der Serie Home Before Dark mischt eine neunjährige Reporterin. Jetzt. Es hat 2 R's und ich habe keins getroffen. Die mischt eine amerikanische Kleinstadt auf und sie hat ein reales Vorbild. Ja, mich. Jetzt pass mal auf. Genau. Mona Moninsky. Sie sagt, würde man mich aufschneiden, würde ich Tinte bluten. Und der Satz, ja, der könnte ja eigentlich von einem Schriftsteller kommen oder so einer Reporterin, die in den besten Jahren ist. Aber nein, er kommt von einer 9-Jährigen aus einer Generation, für die eigentlich so eine gedruckte Zeitung auf dem Frühstückstisch jetzt keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Ja. Nämlich für Hildy Lisko, gespielt von Brooklyn mit 2 N, falls ihr sie googeln wollt. Prince, Brooklyn Prince. Nicht Geil. Der Prince von Brooklyn, Geiler sondern Brooklyn Name. Prince. Und ja, und die Hildy Lisko, für die liegt der Fall anders. Blickt diese kleine Frau auf eine Zeitung, entdeckt sie Abenteuer, Familie und den Sinn ihres Lebens. Mhm. Denn seit sie denken kann, hat sie ihren Vater bei seinen Rechercheeinsätzen für eine große Tageszeitung an die Tatorte von New York City begleitet. Ach so.
Ja, kein Absperrband kann Hildi aufhalten. Keine Vorstellung, was hinter der eingetretenen Tür passiert oder passiert sein könnte, schreckt sie ab. Und als der Vater dann seinen Job verliert, weil hier ist er im Printmedien läuft nicht mehr so, und die Familie in seinen Heimatort zurückzieht, eine verschlafene Kleinstadt, die Hildi als hübsch und perfekt verkauft wird, droht ihr spannendes Leben stillzustehen. Das spannende Leben einer Neunjährigen. Natürlich. Man muss sagen, sie ist vielleicht ein bisschen ihrem Alter voraus und wirkt eher wie eine Erwachsene im Kinderkörper. Ja, ja. Man muss immer wieder sich in Gedanken klar machen, sie ist wirklich erst 9. Ja. Und diese Nachwuchsreporterin spürt sofort, dass in Erie Harbor, so heißt der Ort. Und ich finde, Erie Harbor klingt direkt nach schlechtem Wetter und viel Wald. Vampire. Und auch nach natürlich vielen Vampiren, die da wohnen. Es könnte sein, dass da auch dieses leicht minimalistische Haus von den Glitzervampiren von Twiglet, dass das da, ich habe es noch nicht gesehen, es ist eher so viel viktorianisch und alte Häuser mit, wie nennt sich das, so eine, also Veranda. Ah ja, ja, schön. Mhm. Ja, aber es liegt am Wasser, das heißt der Harbor, von daher kann man ausgehen, es liegt am Wasser. Und es dauert nicht lange, bis Hildi den ersten Mord melden kann. Nee. Exklusiv, versteht sich. Natürlich, da hat sie eine exklusive Story rausgepackt. Also wie originell ist diese Geschichte, wie toll ist diese, also ich finde das großartig. Und auch im Trailer, gut, dass du es gesagt hast, mit dieser, dass sie wirklich erst 9 ist. Ihr werdet sie gleich hören, die gute Hildi. Die klingt nicht wie 9, aber die da spricht, ist sie. Also sie klingt wirklich wie eine erwachsene Frau. Und wir hören jetzt mal in den Trailer rein, dann wird euch vieles klarer. Los geht's. Ich bin Hildi Lisko. Ich bin eine Reporterin. Das machen wir für die Leute, die es dir nicht zutrauen. Mein Dad ist auch Reporter. Du bist zurück? Ja, gerade erst. Ihr beide kennt euch? Es war hier wirklich nett und ruhig. Das soll eine Warnung sein. Wo warst du den ganzen Tag? Ich war am Tatort. Sagt einfach am Bescheid. Am Tatort? Als dein Dad wegging, hat er gesagt, dass er nie wieder zurückkommen wird. Und warum? 88. Der Sohn des Bürgermeisters verschwand damals. Man fand nie heraus, was mit Richie passiert ist. Ist das Dad? Mein bester Freund. Er wurde entführt, direkt vor meinen Augen. Kann ich die Akte von Richie Fife einsehen? Kann sich jemand darum kümmern? Ich werde hier nicht weggehen. Alles darfst du nicht sehen, aber das hier kann ich dir zeigen. Warum helfen Sie mir? Ich mag's auch nicht, bevormundet zu werden. Junge Lady, du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Ich dachte, wenn einer junge Lady sagt, wäre das ein Kompliment. Aber es klang gerade nicht danach. Was hast du getan? Ich bin Journalistin. Nein, du bist Viertklässlerin. Die ganze Stadt ist voll von Menschen, die mehr über meinen Mann wissen als ich. Ich denke, du müsstest etwas erfahren. Du hast die Schule geschwänzt, um einen Mordverdächtigen zu befragen. Nein. Nun, vielleicht doch. Aber nein. In unserer Familie finden wir zusammen eine Lösung. Sei bitte vorsichtig. Ich wäre aber lieber mutig. Sei einfach beides. Oder? Die klingt, also die artikuliert sich, die klingt wie eine erwachsene Frau, die weiß, was sie will. Die ist einfach super. Das ist mein großes Vorbild. Ich möchte sein wie Hildi. Ja, ich habe es auf Englisch geguckt, einfach aus dem Grund, weil ich es immer schwierig finde, wenn Kinder synchronisiert werden. Ja. Weil es ist ja leider einfach so, synchronisieren ist nicht ganz so leicht. Ich mühe mich da auch an manchen Tagen mit ab. Und für Schauspieler, die haben einfach viel mehr Zeit, das zu spielen, als ein Kind, das hat, im Synchronstudio zu synchronisieren. Und deswegen finde ich die Diskrepanz oft zwischen Synchron bei Kindern und der Originalstimme recht groß, aber sie hat das sehr gut gemacht. Ich habe jetzt halt auf Englisch angefangen. Ja. Because I'm super international. Natürlich. Und es gibt ja genug Erzählungen von jungen Detektiven, die gibt es, aber die wenigsten haben halt reale Vorbilder. Und das ist jetzt das Geilste. Die 9-jährige Reporterin Hildi gibt es wirklich. Ach Quatsch. Ja, ihr richtiger Nachname, Lisiak, wurde in der Serie leicht verändert mit Lisko. Und das bisher Beschriebene tritt so oder zumindest so ähnlich auf und trifft so zu. Ja. Hildi wurde berühmt, als sie in ihrer Online-Zeitung Orange Street News als erste von einem Mord in der Nachbarschaft berichtete.
Ja, seither hat sie auch eine Korruptionsaffäre bei der lokalen Feuerwehr aufgedeckt und mit ihrem Vater eine Buchreihe geschrieben. Da habe ich das Gefühl, der Vater, bei dem lief es nicht so gut. Und ja, hat gedacht, komm, die melke ich jetzt nochmal richtig, die Tochter. Sagen, da hat der Vater hat den das Geld Free gerochen. Hildi. Ja, hat den Goldtopf am Ende des Regenbogens gerochen und hat gesagt, so Hildi, jetzt schreibst du mal. Die Hausaufgaben sind nicht so wichtig, du schreibst jetzt hier mal und nach der Schule und nach dem Klavierunterricht und nach deiner Online-Zeitung machst du hier nochmal ein bisschen, schreibst du mit mir hier nochmal ein Buch. So ungefähr war das. Ich glaube, es war genau so. Und die arme Hildi, die hat jetzt bald so ein Conservatorship am Hals Merch. Und darf ihre Spirale nicht rausnehmen. Ja, das ist ganz schlimm. Oh Gott. Und die hat bestimmt auch schon Merch. Gibt schon Tassen, Kissen, Bettdecken. Ja, da wahrscheinlich Taschenlampen und Notizblöcke. Oh, toll. Ja, ja. So Zaubertinte und so Kugelschreiber. Und all sowas gibt's. Ja, toll. Urzeitkrebse hat sie sicher auch. Die hat so einen ganzen... Die haben in den USA haben die kein Yps-Heft, die haben einfach das Hildi Magazine. Ja, ja. Und für Little Reporters. Also wirklich. Und die Buchreihe, das sind fiktionalisierte Geschichten über reale Fälle, krass, die sie selbst recherchiert hat. Wow. Ich habe das Gefühl, dieser Satz ist einfach Mumpitz. Ja. So. Und mit 10 Jahren wurde sie zum jüngsten Mitglied, das finde ich besonders toll, mit 10 Jahren wurde sie zum jüngsten Mitglied der amerikanischen Society of Professional Journalists. Wahnsinn. The Journalists. Mein Englisch ist doch nicht so gut. Ja. Und heute ist Hildi Lisiek 13 und betreibt mit ihrer Schwester weiter die Orange Street News. Könnt ihr googeln. Ich wollte gerade sagen, das ist das Erste, was ich mache nach diesem Podcast, nachdem wir das aufgenommen haben, dass ich da mal raufgehe. Also wie großartig ist es? Das ist ja der Traum. Also die lebt den Traum meiner Kindheit, dass sie so eine rasende Reporterin ist und es aber auch wirklich macht. Und dann sagt, ich mache da noch eine Online-Zeitung, ist ja gar kein Problem für mich. Finde ich ja großartig. Tolle Geschichte. Das ist einfach, also wirklich, die von Apple TV produzierte Serie, Home Before We Die, über die wir gerade sprechen, ist die mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Journalistin für diese Serie ein Zugpferd. Okay. Sätze kann ich ja nicht so gut bilden wie die Neunjährige. Ihr Reportergeist, ich finde das ein schönes Wort, ihr Reportergeist, der absolute Glaube an die Bedeutung von Wahrheit, wie Kinder ihn halt oft haben, und die Weigerung, aufgrund ihres Alters und Geschlechts ein Nein oder ein Wenn du groß bist zu akzeptieren, das ist der Kern der Geschichte. Aber er ist so bezaubernd gemacht, dass diese Serie ist eine absolute Familienserie, aber sie ist für Erwachsene gemacht. Ja. Das ist das Geile. Es ist eigentlich keine Kinderserie, aber es spielen natürlich Kinder mit und es spielt im Universum eines Kindes. Und es ist eine super spannende, ich würde sagen, Crime-Thriller-Serie, weil man halt immer weiß, diesem Kind glaubt gerade keiner. Ja. Ja, und das ist der einfach scheißegal. Die macht nur Ärger, aber weil sie im Recht ist. Und das wirklich. Und das Wissen um Hildis reale Existenz wird vielleicht halt besonders den erwachsenen Zuschauern sehr beeindruckend ins Gesicht springen, die das mit ihren Kindern schauen. Für die Kinder dürfte es ja eh klar sein, dass sie alles können. Ja, Kinder eben denken immer, oh, das kann ich auch. Ja, aber für Erwachsene, die müssen halt einsehen, dass das eine wahre Geschichte ist. Ja. Und es ist wirklich die Fakten im Grunde genommen, die Eckpfeiler, das ist wirklich so passiert. Krass. Natürlich ist jetzt ein bisschen aufgebauscht und so damit das Dialoge und was weiß ich. Ja. Aber es spielt vielleicht jetzt auch nicht so die große Rolle, dass die Rahmenhandlung sich teilweise ein bisschen von der Realität verabschiedet, um die Spannung zu erhöhen. Aber ich kenne ja die Realität nicht. Ich weiß nur, die Neunjährige hat wirklich einen Fall gelöst, indem sie was drüber geschrieben hat wochenlang. Und dann hat es auch die New York Times abgedruckt. Wahnsinn. Dadurch wurde die berühmt. Ja. Es ist einfach good news. Ja. Und so handelt es sich bei dem Mord, über den Hildi berichtet, um so ein Puzzleteil in einer Verschwörung, in die auch ihr Vater in seiner Kindheit auf dramatische Art und Weise verwickelt wurde. Er selbst will das zwar geheim halten vor ihr, doch sie findet halt heraus, wieso ihr Vater nie in seine Heimatstadt zurückkehren wollte und warum die Menschen hier jetzt in Erie Harbor so abweisend auf ihn und seine Familie reagieren. Sie weiß das ja gar nicht. Mhm. Und es war nämlich so. Als Kind war er eines Abends mit seinem besten Freund Richie auf dem Fahrrad unterwegs, als ein Lieferwagen mit quietschenden Reifen neben ihm zum Stehen kam und Richie vom Fahrrad in den Laderaum gerissen wurde und Matthew, der Vater, konnte entkommen. Richie tauchte nie wieder auf.
Okay. Und ein junger Mann wurde für die Tat verurteilt, doch Matthew, also der Vater, ja, der nicht in den Wagen gerissen, ja, wurde, ist sicher, dass der wahre Entführer von Richie noch auf freiem Fuß ist. Okay. Jetzt ist es schwierig, nun steht er wieder seinen alten Zeitgenossen gegenüber, von denen die meisten absolut kein Interesse daran haben, den Fall aufzurollen. Mhm. So, Hildi schon. Dann kam Hildi. Here she comes, Hildi with her little Schreibblock and her Buntstifte. Ja, Hildi beobachtet das alles mit dem Auge einer leidenschaftlichen Reporterin, aber auch halt den eines Kindes, das sich um den Papa sorgt, der sich davor fürchtet, in der Schule gehänselt zu werden und sich vor allem davor fürchtet, dass die Traumata wieder hochkommen, ja, und sie nicht Anschluss findet und ja, keine Freunde. Ja. Und eine bessere Schauspielerin als Brooklyn Prince, nicht der Prince von Brooklyn, sondern Brooklyn Prince, hätten die wirklich nicht finden können, mit, ja, so einem ganz festen Blick, so richtig entschlossen, sich von niemandem beirren zu lassen, ja, und im Namen der Wahrheit niemals Kompromisse zu machen. So wie eine echte Journalistin. Ja, führt diese kleine Frau diese Serie. Und das, Wahnsinn, ist wirklich toll. Das ist, wenn sie halt dann so mit einem Tablett mal einsam in der Schulkantine steht und niemand Platz für sie macht oder ihr die Tränen in die Augen schießen, weil ihr Vater die Beherrschung verloren, yeah, hat, dann, ja, was soll ich sagen, möchte man sie schon trösten, ja, und, ja, man sieht halt, sie ist halt doch ein Kind mitsamt Ängsten und Wünschen, ja, und also dieses Home Before Dark, ja, es lebt halt von Hildis Kampf, diese Ängste zu überwinden und ihre Prinzipien, so naiv und kindlich sie in den Augen von uns fast, ja, erwachsenen Menschen auch sein mögen, nicht zu verraten. Schön. Und es ist halt auch eine Liebeserklärung an den Journalismus für eine junge Zielgruppe, die mit einer ganz neuen Art der Fake News aufgewachsen, ja, ist. Und zusätzlich, mhm, hat die Serie halt eine ganz geile musikalische Untermalung. Also, mhm, der Score, die Musik ist einfach richtig gut. Geil. Und die Bilder, es spielt halt oft irgendwie bei schlechtem Wetter oder sie ist alleine unterwegs oder mit ihrem neuen Journalistenclub, weil sie freundet sich natürlich dann mit den Weirdos der, ja, Schule, klar, an, die dann sagen, das klären wir, wir lösen diesen Fall. Ja, und die sind halt klein, die können sich oft verstecken oder sie ist oft bei der Polizeiwache und fragt nach O-Tönen und nach Quellen. Und das ist, man nimmt sie erst nicht ernst, aber in den USA hat anscheinend jeder das Recht auf Auskunft, aha, bei der Polizei, ja, wenn es um gewisse Akten und so geht. Mhm. Ich, irgendwie, egal wie klein du bist, du darfst da hingehen und es ist, gewisse Dinge sind der Öffentlichkeit zugänglich. Okay. Mhm. Auch wenn das unangenehm ist, aber man darf da, das ist irgendwie damit wahrscheinlich das korruptionsvorbeugend oder was, ja, weiß ich, ja, ist. Aber natürlich kommt raus, dass die halbe Stadt irgendwie mit drin steckt. Na klar. Und da viel Korruptes ist und man kommt dem Täter sehr nah auf die Spur. Okay. Gleichzeitig versucht Hildi natürlich, den jetzigen Täter wieder aus dem Gefängnis zu bekommen. Ja, na klar. Und alle sind, irgendwann ist die Familie halt, keiner will mehr mit der Familie was zu tun haben. Wir sind so die Nestbeschmutzer. Und das ist wirklich toll gemacht. Geil. Also ich fand den Trailer schon sehr gut. Ich finde die Geschichte wirklich hochoriginell. Ich habe ja nicht gedacht, dass das eine wahre Geschichte ist quasi oder auf wahren Begebenheiten beruht. Was das macht es ja noch krasser. Und das, wirklich das Erste, was ich mache, ist, ich gehe auf diese Newsseite von ihr und guck mir das an. Das ist wirklich, also Orange Street. Die, ja, so wollte ich früher sein. Ich war ja auch schon immer rasende Reporterin im Herzen und natürlich als Kind, ja, darfst du das nicht sein und kannst du das alles nicht sein. Dann kommen Erwachsene, die so sagen, nein, so und so hast du zu leben und wir trauen dir das alles nicht zu. Aber dass die das dann einfach macht, das finde ich also großartig. Es ist jetzt mein großes Vorbild. Muss ich wirklich sagen. Und das Witzige ist, du bist ja auch wirklich zu den Medien gegangen und führst ja auch Interviews, ja, wenn es auch meistens mit stark geschminkten Männern und, ja, schlecht abgeschminkten Frauen ist. Ganz aber genau. Trotzdem, es ist ja diese Popstars, deren Namen ich gar nicht mehr kenne, welche Zeit auch schon, lass es grob Ende 50 sein. Und aber da sitzt du dann wirklich, da ziehst du ja manchmal sogar die Latschen dann aus, Mona. Da ziehst du mir manchmal die Latschen aus. Leute Interviews und dann die Zeitung darüber berichtet und die bei Wikifeed hast du jetzt vermutlich auch schon einen Eintrag. Wenn du nicht wisst, wovon ich spreche, Mona, möchtest du kurz aufklären, was deine journalistische Tätigkeit für Wellen geschlagen hat, also aufgrund
deiner, ich würde mal sagen, Bekleidung. Ja, aufgrund meiner Nacktheit untenrum. So möchte ich es einfach mal anteasern. Also, jetzt macht hier niemand auf 15 Sekunden Vorspulen. Nee, das wollen sie hören. Also, ich würde es ja nicht journalistische Tätigkeiten nennen, die ich da mache. Es ist Unterhaltungsjournalismus vielleicht, aber kein gehaltvoller Journalismus. Aber auf jeden Fall bin ich ja die kleine Interviewtante. Weil dein Gehalt zu klein ist. Ganz genau deswegen. Ich bin ja die Interviewtante in meinem Radiosender und dann haben wir ja immer noch jetzt viele Interviews über Zoom und wie das bei Zoom halt auch so ist, auch für mich, sieht man mich einfach ab Bauch aufwärts und nicht ab Bauch abwärts. Und dann hatte ich die Lena Meyer-Landrut endlich mal wieder im Interview. Nach ihrer langen, langen Pause hat sie die neue Single rausgebracht und ich habe gesagt, die wollen wir doch im Interview auch über Zoom. Und weil man mich eben nur obenrum sah, nicht untenrum, habe ich gedacht, du, da ziehe ich doch meine Schlappen aus. Es war heiß, es hatte 430.000 Grad in Berlin. Und es war ziemlich genau. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, es waren ziemlich genau 430.000 Millionen Grad. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe meine Schlappen aus, dann kann ich mich so ein bisschen besser hinsetzen, ist gemütlicher. Und das habe ich in meiner Instagram-Story gepostet, wie schön das Interview war und wie wohl ich mich bei Lena gefühlt habe, dass ich mir sogar wie zu Hause die Schlappen ausgezogen habe. Und dann hat das Wellen geschlagen. Das hat dann eine Klatschpresse, würde ich mal sagen, in München gesehen. Also die Story hat Lena Meyer-Landrut geteilt und da hat die Klatschpresse das dann gesehen und ist dann wiederum auf meinen Account aufmerksam geworden und hat dann alle meine Stories durchgeguckt und hat dann so wiedergegeben in der Presse, was ich da so erzählt habe und was ich da so gesagt habe und alles Mögliche. Und da war ich dann in der Zeitung und da die Überschrift war, und das finde ich wirklich journalistisch großartig, beim Interview mit Lena Meyer-Landrut zieht's Moderatorin die Schuhe aus. Und jeder Mann dachte natürlich, nein, oh mein Gott. Und das war natürlich ein Cliffhanger, das war natürlich Breaking News. Und dann hat natürlich jeder diesen Artikel angeklickt. Und das war großartig. Und das war mein Moment bis jetzt. Also ich muss wirklich an der Stelle auch sagen, das ist mein Moment gewesen. Das war groß. Und glücklicherweise warst du ja zurecht gemacht. Bis zum Dort hinaus aus den richtigen Winkeln abgefilmt. Ja. Mensch, da hatten wir doch echt mal Glück. Da hatten wir wirklich Glück. Vor allem, es war Montag, 8 Uhr oder sowas, war dieses Interview. Montag, 8 Uhr. Wie heiß war es nochmal? Es war 312 Millionen 1000 Grad. Ja. Und war das nicht in deiner Story, dann gab es nicht ein Video? Ja. Das ist Moderatorin zirkst die Schuhe mit dieser Stimme. Das war doch so eine Off-Stimme auch von irgendjemandem. Ja, das war dann auf ProSieben. Also wir waren wirklich dann mit diesem Interview von der Berliner Morgenpost über diese Klatschpresse in München bis hin zu RTL. Also Konkurrenten Big FM hat das dann weitergeteilt und eben auch ProSieben. Und die haben dann so ein kleines Video dazu gemacht mit dieser Off-Stimme und haben das dann erzählt. Auch dann glücklicherweise inhaltlich, weil Lena natürlich auch schön viel inhaltliche tolle Sachen gesagt hat in meinem doch journalistisch gehaltvolleren Interview. Eben, und dann haben sie das noch nachgeliefert, den Inhalt. Aber erstmal war das Moderatorin zieht die Schuhe auf. Promiflash hätte das eigentlich machen müssen. Warum ich da nicht aufgetaucht bin, ich weiß es nicht. Also die Stimme ging schon sehr in die Richtung. Ja, genau. Wirklich. Papst Alina Lärmland. Ja, genau. So sprechen aber die. Du nicht, aber das war so diese Stimme. Aber Lena ist für mich ja nicht so interessant, die hat noch nie einen Mord aufgedeckt und die ist auch älter als 9. Ja. Von daher ist für mich sie komplett raus. Quasi ich will nichts hier nur mit 9-Jährigen was zu schaffen haben und ja, man kann mich jetzt gerne missverstehen, aber es sind ja 9-jährige Mädchen. Also wo ist der Safe Space? Der Safe Spacer. Wo ist der Space safer als bei mir, als 9-jähriges Mädchen? Da lernt man noch was. So, Home Before Dark. Lena, sei auch zu Hause, bevor es dunkel ist, sonst sieht es den Passanten die Schuhe aus. Home Before Dark. 10 Folgen gibt es in einer Staffel und die zweite Staffel, die wird vermutlich genauso viele haben. Die hat jetzt gerade erst angefangen und deswegen kann ich nicht in die Zukunft sehen. Schade. Und mit einer Lauflänge von 45 Minuten finde ich das alles exquisit. Toll. Jetzt bei Apple TV Plus. Und ich vergebe 4 von 5 Fleißbienchen. Ich finde das großartig. Ich glaube, da mache ich mir nochmal. Ich wollte ja eigentlich warten, bis The Morning Show 2 rauskommt, dass ich da nochmal zahle für so einen Monat Apple TV. Aber ich glaube, ich tue es vorher. Okay. Für diese Serie, wirklich. Muss ich sagen. Vielen Dank. Die habe ich noch nie gehört und das ist ganz originell. Ich finde das wirklich eine großartige Story. Und das bekommt ihr natürlich nur hier bei Watchlist. Ne? So eine Exklusivitäten.
na, die wir euch dann auch noch mundgerecht vorkauen und euch dann ausspucken in diesem Podcast. Das tun wir jede Woche. Wer die alten Folgen noch nicht gehört hat, würde ich sagen, ran an die heißen Dinger. Und dann hören wir uns ansonsten nächste Woche wieder. Und wenn ihr uns derweil vermisst, dann folgt ihr uns auf Instagram, Marcel Mann oder Moderatorin Mona. Und ihr folgt uns natürlich auch auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hier gerade hört. Da gibt es so einen Button Folgen. Dann klickt er da drauf, dann steht da, folgst du. Ha, dann habt ihr alles richtig gemacht. Bis nächste Woche, ne, ihr kleinen Fleißbienchen. Ja, und zieht euch immer warm an. Sonst zieht euch die Schuhe aus. Tschüss. Eben. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.